Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Quetzig-Folge. Ich habe euch jetzt wieder zwei Spiele mitgebracht, beides Zuschauerwünsche. An dieser Stelle, wenn ihr auch ein Spiel habt, egal ob 8 oder 16 mit, was euch einfach irgendwie genervt hat, was so richtig Mist ist, dann ab in die Kommentare damit. Ich schreibe mir alles auf eine richtig lange Liste und behandle das dann irgendwann nach Lust und Laune, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und dieses Spiel ist schon seit längerer Zeit auf der Liste, und zwar von Holla die Waldfee. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Ich habe es dir versprochen, ich arbeite endlich mal die Liste ab. Und zwar hat er sich Game of Harmony gewünscht. Und das Spiel, meinte er vor allen Dingen, da ist die Steuerung wohl ziemlich hakelig. Ich habe zuerst mal kurz ein Video geguckt, so als Vorbereitung. Ich habe nicht so ganz kapiert, worum es geht. Aber wie ihr seht, wird dir das hier so schön im Tutorial erklärt. Also im Prinzip müsst ihr mit einer Kugel so zwei andere Kugeln zusammenstoßen. Ich hoffe, das klärt sich gleich. Ja, das Spiel ist 91 erschienen und zwar nur in den USA. Hier auf meiner Klung-Seite steht zwar, dass hier auch das in Europa unter Sparricule und eMotion erschienen ist, allerdings stehen da keine Daten. Also es kann sein, dass es da eventuell denn gecancelt wurde. Ja, gucken wir mal. Okay, gut. Also, wir haben hier unseren Kreis hier unten. Und bewegen uns. Das ist dieser Pfeil dort unten. Das sind wir. Da muss ich auch schon mal sagen, okay, Knackpunkt 1 vielleicht. Das hebt sich nicht sehr von den anderen ab. Wir drehen uns hier so im Kreis, nach links und rechts. Alles klar. Also wenn ich nach oben und unten drücke, passiert sich nichts. Ich erahne schon, warum du meintest, mein Lieber, warum die Steuerung kacke ist. So. Und wenn ich jetzt A drücke, beschleunigen wir ganz kurz. Und wie ihr seht, ich lasse jetzt los, also man baut so Momentum auf und das behält sich dann. Und danach müssen wir es hier wahrscheinlich entsprechend hier, bonk, okay, die sind weg. Und das Ziel ist halt immer diese beiden Paare, sage ich mal, zusammenzustoßen. So, jetzt haben wir das Level geschafft. Also ich weiß nicht. Also ich muss sagen, der grafische Stil, sehr krümelig. Hätte man wesentlich, wesentlich besser machen können, ehrlich gesagt. Ich versuche hier mal so reinzufliegen. Zack. Okay. Okay. Jetzt sehe ich gerade, da sind jetzt auch so unterschiedliche Symbole drin, ne? Ich schätze mal, dann muss ich wahrscheinlich diese kombinieren. Aber da ist das wieder das Problem, dass die Grafik so krümelig ist. Warum haben die das so gestaltet? Warum haben sie die Kreise nicht einfach komplett ausgefüllt und da dieses Symbol denn als Ganzes? Vielleicht wollen sie jetzt so eine Art 3D-Effekt irgendwie reinmachen oder sowas. Aber andere Puzzle-Spiele zeigen ja auch, wie es besser geht, dass man das irgendwie klarer erkennen kann. Ich nehme mal an, dass die hier... Ah, okay. Ich muss zuerst die, dann muss ich hier wahrscheinlich den... Also die Steuerung, ja, ist hakelig, aber ist mir nicht so ganz ungewohnt, sage ich mal. Weil wir hatten damals auf dem Computer... Habe ich jetzt gewonnen? Auf den NES wollte ich sagen, ich war gerade etwas verwirrt, Entschuldigung. Hat man ein Spiel namens Solar Jetman. Das ist ein relativ unbekanntes Spiel. Und da musste man auch so ein kleines Raumschiff irgendwie steuern, womit man dann hier auch mit Momentum und sowas rumnavigieren musste. War als Kind natürlich schrecklich. Hier muss ich es, glaube ich, nur einsammeln. Ne? Das ist hier eben so bonuspunktemäßig. Ah, okay, ich kann dann an einer Seite rausfliegen und da andere wieder reinkommen. Das ist schon mal eine gute Info. Aber ich komme immer noch nicht über diese krümelige Grafik hinweg. Das geht auch wesentlich besser. Einfach hier die Dinger in einen durch, also ne, solide machen und dann halt mit Schatten irgendwie arbeiten. Ich entwickle ja gerade irgendwie so ein bisschen mein eigenes Spiel, wo ich auch selber so ein bisschen, natürlich nicht profimäßig, sondern schlecht, Pixelgrafik erstelle. Und das würde ich sowas nie machen. Ne? Also das kriegt man anders besser hin. Und das weiß sogar ich, Dulli. Okay, gut. Hier wird es wahrscheinlich schon komplizierter werden. Ich gucke mal, dass ich hier... Also, ist es ein Puzzlespiel? Ja. Okay, jetzt muss ich hier aufpassen, dass der nicht... So ein Puzzle- und Geschicklichkeitsspiel quasi.
Habe ich den jetzt so doller angedopst, dass der jetzt. Oh, scheiße, der kommt jetzt unten raus. Genau das wollte ich nicht. Warte jetzt. Also, es ist so ein Geschicklichkeits-Puzzle-Spiel, so kann man es, glaube ich, nennen. Und wie ihr seht, ich weiß, warum du dir das gewünscht hast, mein Lieber, weil es ist einfach nur nervig, weil ihr habt hier eine Problemstellung und die Lösung des Problems, zumindest hier, ist ja klar. Nur halt die Umsetzung nicht. Und das Problem ist halt, die Umsetzung basiert halt sehr stark. Jetzt war wahrscheinlich falsch. Verloren. Und diese Umsetzung basiert halt auf dieses komische Steuerung-Geschicklichkeitssystem. Und das ist so nervig, weil das ist so, haha, das mag ja vielleicht in einem oder anderen Spiel irgendwie gut sein, wie, ich weiß nicht, ob ihr Surgeon Simulator kennt, da wo man so eine Hand steuert und OPs irgendwie machen muss. Sehr witziges Spiel. Und das ist halt darum quasi aufgebaut, dass die Steuerung kacke ist. Und damit entstehen halt lustige Situationen. Das haben die aber relativ gut gemacht, dass es trotzdem unterhaltsam ist. Und hier ist es einfach nur nervig. Ne? Deswegen, also ich versuche es hier gerade mal. Ich muss mal so ganz vorsichtig, weil natürlich bekommt man hier so ein bisschen ein Gefühl vom Momentum. Aber wie ihr seht, ich versuche es hier so ganz, ganz leicht irgendwie zu machen. Und entweder geht es dann irgendwie zu schwach oder zu stark. Oder hier dann, ne? Hier. Oh, das ist, oder? Nee. Ich schaff's. Moment, Moment. Ganz ehrlich, das macht aber keinen Spaß. Ihr seht's schon. Ich weiß nicht, in welchem Kontext das großartig Spaß machen soll. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spiel. Und das ist Commander Keen für den Game Boy Color. Gewünscht hat sich das die Miss Saturn. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an dich. Ich weiß, auch das ist schon ewig auf meiner Liste. Ich hoffe, du verzeihst mir. Und ich wusste gar nicht, dass es auch Commander Keen auf den Game Boy Color gibt. Denn Commander Keen ist ja ein sehr großer Titel auf dem PC gewesen. Eines der ersten Plattformer, die es da gab. Natürlich alles noch mit relativ simpler Grafik. Die ersten hatten, soweit ich das im Kopf habe, EGA-Grafik. Und ja, anscheinend wurde dieses Franchise jetzt auch auf den Game Boy Color entsprechend portiert. Ihr habt das jetzt nicht gesehen. Im Vorspann wurde sogar id Software genannt. Wir kennen ja alle id Software, die Macher von Doom und so weiter. Und Accolade, okay. Auch hier habe ich schon mal so großartig mal geguckt, okay, wie sind die Bewertungen? Es wird nicht super, aber auch nicht super schlecht bewertet. Deswegen würde ich mal sagen, gucken wir einfach mal rein, wo es hier eventuell hakt. Also bei Game FAQ hatte es 2,5 Sterne von 5, das heißt so direkt im Mittelfeld. Aber das spricht ja dafür, dass hier irgendwas nicht so gut läuft. So. Mal gucken, wo wir hier sind. Muss man hier wahrscheinlich die Level auswählen. Das hatte man ja bei den PC-Sachen auch. Press Select to Teleport. Dass man so eine Art Weltkarte hatte, wo man sich hinportieren konnte. Die sahen auch so ähnlich aus. Press Select to Teleport. Ah. Jetzt bin ich anscheinend im Spiel. Okay. Also kann springen, schießen. Die Grafik an sich, die finde ich gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Okay, ich kann Gegner anscheinend nicht komplett erledigen. Springen und das Schießen, das fühlt sich eigentlich ganz okay an. Ja, ist halt Plattform aus der Zeit. Woran bin ich gerade gestorben? Ah, der hat hier so eine ganz kleine Flamme hier geschossen. Das war ein bisschen klein, das habe ich nicht gesehen. Aber ansonsten hier ist alles dabei. Essen kann man einsammeln. Das war auch schon in der PC-Version so. Aber wie erledige ich die? Muss ich dann draufspringen? Nee. So, und dann. Es gab doch so einen Pogo-Stick beim PC. Also ich habe das wirklich jetzt Ewigkeiten nicht gespielt, Commander Key, muss ich sagen. Das heißt, hier meine Erinnerungen sind nicht so super frisch. Aber, also. Ich stelle mich jetzt gerade aber auch doof an, ja? Das will ich jetzt gar nicht irgendwie beschönigen.
Also wie gesagt, grundsätzlich Grafik und sowas, das finde ich eigentlich ganz gut. Das haben sie gut gemacht. Es hat natürlich jetzt nicht diesen Charme von damals, der natürlich so wesentlich kruder ist als das hier. Da ist das hier im Vergleich schon quasi High-Res. Aber so richtig schlecht ist es nicht. Aber wie kann ich hier die Gegner erledigen? Das ist die große Frage, weil ich habe eine Pistole, aber sie bringt halt im Regelfall nicht unbedingt was. Was natürlich so ein bisschen nervig ist. Okay. Ich muss hier wahrscheinlich, um voranzukommen, muss ich irgendwie Sachen einsammeln, gehe ich mal von aus. Ist das hier diese Keykarte schon? Ich kletter hier mal hoch. Ah, okay. Also einfach nur eine Keykarte, okay. Ich glaube. Okay, wieso komme ich da nicht hoch? Wie, jetzt bin ich hier gefangen? Hä? Warte mal, da komme ich jetzt nicht hoch, weil es... Ja, komm hier. Ach, also, die Rücksetzpunkte sind aber auch nicht unbedingt fair gesetzt. Ja, Game Over. Ja, vielen Dank. Continue. Jetzt bin ich aber... bin ich an der selben Stelle. Hä, wie komme ich denn wieder hoch? Moment. Okay. Ich merke schon... wie gesagt, ich stelle mich jetzt natürlich auch blöd an, aber es gibt anscheinend so ein paar Punkte, wo das Spieldesign nicht so ideal ist. Komm, ist doch gut. Wie soll ich jetzt wegkommen? Kann ich hier diesen Wurm, der da rausguckt, irgendwie dranhangeln? Weil hier, ich kann das hier nicht erledigen. Kann ich hier irgendwie... Nee, ich dachte, dass ich hier irgendeine andere Waffe auswählen kann oder sowas. Weil die Waffe bringt nichts und das ist frustrierend. Continue? Nein. Bloß nicht. Also ich glaube, das Spiel ist durchaus okay, aber hat anscheinend hier und da kleinere Optimierungsschwächen. Ich gucke mal. Komme ich jetzt nicht weiter? Ich wollte nämlich mal kurz ein anderes Level hier noch antesten, ob das da auch so ist. So. Also sie haben es zumindest versucht, hier auch so mit einer isometrischen Ansicht und sowas. Das haben sie schon schön gemacht, ne? Hätte man natürlich jetzt auch irgendwie anders gestalten können. Ich weiß auch nicht, warum da so ein schwarzer Keen ist, aber das hat vielleicht was mit der Story zu tun. Aber wie gesagt, die Grafik ist fantastisch. Es ist halt nur nicht wirklich lesbar. Und, das Schild da... Okay. Ich verstehe halt nicht, warum die Knarre halt nichts bringt. Außer, dass die halt kurz gestunt werden und die Abgründe halt bescheuert sind. Aber wie gesagt, das kann auch durchaus und das wird natürlich auch an meinen, ich sag mal, nicht so geilen Fähigkeiten liegen. Wie ihr wisst, bin ich jetzt ja auch nicht so der Hardcore-Spieler, also zumindest was das Können angeht, vor den Herren. Wie soll ich denn da hochkommen? Okay. Kann ich da hochklettern? Nee. Ich muss hoch, ja. Aber ich hier hoch genug kann ich nicht springen. Vielleicht hier auf die Kiste? Nein, auch nicht. Kann ich mich hier lang hangeln? Nein, auch nicht. Ja, was denn? Hier sind so ganz viele Klischee-Sachen, die man aus anderen Spielen kennt. Und nichts funktioniert. Okay, aber ich glaube, wir haben auch genug von dem Spiel gesehen. Es ist, wie gesagt, sehr verwirrend. Schade. Hätte man wirklich mehr draus machen können, weil ich habe das Gefühl, das Grundgerüst, das stimmt. Aber irgendwie wurde nichts Vernünftiges damit gemacht, leider. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen. Und vielen Dank, wie gesagt, an eure Wünsche. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschüss.